Das besondere Objekt ist ein Liebesgedicht mit dem Titel Sommer Nocto. Es wurde 1948 in der Zeitschrift Literatura Mondo veröffentlicht und danach auch in mehrere Lyrikbände aufgenommen. Der Autor, Kalman Kallocsay, gehört zu den bedeutendsten esperantosprachigen Schriftstellern. Sein literarischer Nachlass wird seit 2008 in der Sammlung für Plansprachen der Österreichischen Nationalbibliothek bewahrt. Kalman Kallocsay wurde 1891 in einer ungarischen Kleinstadt in der Nähe von Miskolc geboren. Er war schon als Schüler literaturbegeistert und übersetzte Gedichte aus dem Deutschen ins Ungarische. Nach seiner Matura studierte er Medizin und arbeitete von 1920 bis zu seiner Pensionierung 1966 an einem Krankenhaus in Budapest, ab 1929 als Chefarzt für innere Medizin. Auf Esperanto wurde Kallocsay 1912 als 20-jähriger Student aufmerksam. Er begann sofort die Sprache zu lernen, in der er schon bald Gedichte schrieb. Seinen ersten original in Esperanto verfassten Lyrikband, Mondo kai Koro, veröffentlichte er 1921. Ab diesem Zeitpunkt erlangte Kallocsay zunehmende Bedeutung für die Sprache Esperanto durch seine Arbeiten als Lyriker, Übersetzer, Linguist und Redakteur. Die Literatur beeinflusste er besonders durch die Zeitschrift Literatura Mondo, die erste reine Literaturzeitschrift in Esperanto, die er 1922 gemeinsam mit Julio Bagi und Tivadar Soros gründete und bis 1949 redigierte. Darin veröffentlichte er auch Sommer Nocto. Das Gedicht erzählt von einer Liebesnacht unter freiem Himmel auf der Margareteninsel in Budapest. Durch die Verwendung mythischer und religiöser Metaphern entsteht eine besondere Atmosphäre, in der die Liebenden gleichsam ihre eigene Welt schaffen. Das Gedicht vereint in besonderer Weise sprachliche Gewandtheit und emotionale Tiefe und wird von einigen Kritikern als vollkommenste Kallocsay-Lyrik bezeichnet.